Moin zusammen. In diesem Kapitel möchte ich etwas genauer über das Thema Collections reden. Bis jetzt kennen wir den Begriff zwar schon, Collection oder Sammlung. Wir wissen, da können wir mehrere Objekte gleichen Typs reintun. Und wir wissen, das können wir mit einer ArrayList machen. Aber die Welt der Collections ist deutlich größer. Und ArrayList ist nur eine der Beispielklassen. Nebenbei, wenn Sie später irgendwie mit Java programmieren, denken Sie nie sofort nur an ArrayList, wenn Sie an Collections denken, sondern denken Sie an wesentlich mehr Möglichkeiten. Um das ein bisschen vorzubereiten, möchte ich das eben jetzt hier mal ein Beispiel verdeutlichen. Dazu habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Sehen Sie hier, schauen wir mal kurz, was wir da so Schönes haben. Erstens habe ich eine Klasse Mitarbeiter. Sehr einfach gehalten, Mitarbeiter hat eine Mitarbeiternummer und einen Namen. Mehr ist das nicht, was da so weit drinsteckt. Konstruktor. Ich habe das jetzt noch nicht mal zu einer Bienen gemacht in der Sache, also sehr minimal gehalten. Mitarbeiternummer, Name übergeben. Wir erzeugen das Ding. Dann haben wir eine ToString-Methode, kennen wir auch schon. Und eine Equals-Methode, auch in der üblichen Form. Können Sie noch mal selber jetzt kurz stoppen und drauf gucken. Darf Sie aber nicht irritieren. Ansonsten wäre ich irritiert, warum Sie jetzt hier dieses Video angucken. Egal. Okay, das heißt also eine Mitarbeiterklasse mit diesen zwei Variablen. Objektvariablen hier haben wir und können das Ding soweit nutzen. Ich habe die Get- und Set-Methoden so hier weggelassen. Ich glaube, eine Get-Methode werde ich gleich noch brauchen, deswegen packe ich die einfach mal dahin. Also public int Mitarbeiternummer werden wir, glaube ich, gleich noch nutzen. Also packen wir das Ding dazu. Soweit okay. Übersetzen das Ding mal, funktioniert. Was möchte ich machen? Ich möchte meine Mitarbeiter in Teams organisieren. Das heißt einfach, dann mehrere Mitarbeiter können in einem Team sein. Team wird wahrscheinlich noch einen Namen bekommen und boah, viel mehr wird da nicht passieren. Boah, ein bisschen mehr schon. Und das habe ich mir mal gesagt, auch bevor ich das konkret programmiere, mache ich da mir mal ein Interface dazu. Das heißt, wir gucken uns das Interface an und sagen eben, beim Team möchte ich minimal folgende Funktionalität haben. Ich möchte Mitarbeiter hinzufügen. Löschen können Sie später selber ergänzen. Arbeitet mit. Wobei beim Arbeitet mit habe ich festgestellt, ich weiß nicht ganz genau, was ich eigentlich haben möchte. Also möchte ich nur die Mitarbeiternummer übergeben oder möchte ich ein Mitarbeiterobjekt übergeben? Da ich mir da nicht sicher war, habe ich mir gedacht, ja, biete doch einfach beides an. Also haben wir die beiden Methoden damit drinstehen. Und die Größe des Teams wollte ich zur Sicherheit auch nochmal ausgeben. Das heißt, wir müssen dann mal überlegen, was man dort machen kann. Ja, wenn ich Ihnen das als Aufgabe gebe, würden Sie locker sagen, kann ich, sollten Sie auch können, kein Problem. Sie programmieren ganz einfach das Team mal runter. Das habe ich auch bereits hier angefangen. Mit einer Teamlist heißt das Ding. Und wenn man es genau anguckt, habe ich hier nur die Methoden aufgeschrieben, die wir gerade gesehen haben. Und damit es kompiliert, das war mir hier wichtig, habe ich ganz einfach Dummy-Werte als Rückgaben aufgeschrieben. Das ist definitiv nicht vollständig. Ging einfach nur darum, das zu machen. Aber wir können ja mal überlegen, wie machen wir jetzt hieraus ein ordentliches Team, was neben dem Namen noch was hat? Ja, wir packen da eine ArrayList von Mitarbeitern rein. Machen wir das mal. Also der ganz alte Standard war Private ArrayList, dann eben Mitarbeiter. Ja, heißt dann auch Mitarbeiter. Ist ja die Sammlung aller Mitarbeiter, die drin sind, ist ein guter Name. Soweit so gut. Und dann würden wir das initialisieren. Und wo können wir es machen? Das können wir zum Beispiel hier machen. List.Mitarbeiter, Mitarbeiter, gleich New Array List. Ja, das kennen wir. Damit können wir schon arbeiten. Darf Sie nicht überraschen. Funktioniert auch. Ich muss hier oben noch einen Import hinschreiben, das wäre auch nett. Also machen wir noch einen Import. Java Util. Okay, das ist erstmal die Struktur. Wir können mal kurz gucken. Übersetzt du denn? Noch nicht so ganz in der Sache, weil ich nicht ArrayList tippen kann, aber das kann ja mal passieren. Also muss man das nochmal korrigieren. Dann übersetzen wir jetzt und das übersetzt sehr gut. Ja, wir können eventuell, ach, beim ToString kann ich unten auch nochmal sagen, ey, ich habe jetzt ja da noch tolle Mitarbeiter, also packe ich die jetzt hier soweit rein. Das ist sicherlich erstmal okay fürs erste Semester, nicht schlecht. Machen wir aber erstmal die erste Korrektur dazu. Grundsätzlich überlegen Sie sich bei den Typen, die man hier angibt, immer den schwächsten oder allgemeinsten Typen. Das heißt, den schwächsten oder allgemeinsten, den wir kennen für Klassen, wäre Object. String, da gibt es sonst nichts dazwischen, ist ganz super. Aber bei der ArrayList wird man relativ schnell feststellen, die hat durchaus
Ja, ist eine konkrete Ausprägung einer Liste und die ist erbt auch noch von weiteren Bereichen. Und eben, um einfach nur zu kennzeichnen, ich möchte, dass das hier eine Liste ist, gibt es ein Interface und das heißt List. Und das ist der Standardtyp, den man angibt. Also hier ArrayList zu schreiben, ist formal für programmiertechnische Sachen absolut unsauber. Außer Sie wissen ganz genau, warum Sie eine ArrayList haben wollen und nicht eine andere Implementierung der List. Es gibt eine andere Implementierung, zum Beispiel LinkedList heißt das Ding. Das hat gegenüber der ArrayList Vorteile und Nachteile und das hängt davon ab, wie man sie einsetzen möchte. Deswegen ist es also sinnvoll, darüber nachzudenken, welchen Typ man hat. Deswegen schreibt man hier immer den allgemeinsten Typen hin. Das ist keine Kleinigkeit, der allgemeinste Typ, den man haben möchte. Ja, dann kompiliere ich mal, funktioniert nicht so ganz, List kennen wir nicht, aber das gehört ganz einfach, das Interface, auch mit in die Utility-Klassen, die wir dort haben. Aha, was war da denn noch Tolles drin? Auch schön, also nochmal kompilieren wir hier. Sehen uns das an und machen daraus eine Liste. Und das hier wäre dann also erstmal brauchbar für den Anfang. Okay, dann gucken wir mal an, können wir was rausprogrammieren? Ah, Größe, das kriegen wir relativ schnell hin. Da müssen wir nicht drüber nachdenken. This Punkt, was wir dort haben, Mitarbeiter. Punkt Size. Okay, das ist soweit auch, glaube ich, recht gut machbar. Dann gucken wir uns das an, hinzu Mitarbeiter. Ja, das machen wir ganz einfach mal, indem wir da eine Add-Methode nutzen. Also this.mitarbeiter alter.add und dann packen wir einfach den übergebenen Mitarbeiter dazu. Das ist auch relativ einfach machbar. Arbeitet mit, ja, können wir auch, ah ja, das können wir mit einer For-Each-Schleife erschlagen, machen wir es auch. Also for Mitarbeiter, weiter, nennen wir das mal this.mitarbeiter. Weiter. Gehen wir einfach alle durch und fragen, hast du denn diese Mitarbeiternummer, die da übergeben wurde? Also mGetMeNummer. Ein kleiner Int ist, kann man damit gleich arbeiten oder müssen wir mit gleich arbeiten? Das nicht in Integer umwandeln. Und können eben sagen, oh, jetzt haben wir dich gefunden. Das ist okay. Also machen wir ein Return True. Ja. Ja, und wenn ich das nicht gefunden habe, ist auch relativ klar, gehe ich die Sachen hier einfach Ende der Schleife und mache ein Return False. Das ist klassische Schleifenarbeit, in Anführungsstrichen, was wir dort haben. Dann habe ich ja nochmal die zweite Arbeitet mit Methode, da wird ein ganzes Mitarbeiter übergeben. Die Idee ist erschreckend identisch zu dem, was wir hier oben haben. Das Einzige, ich muss natürlich dann nicht mit der MIN-Nummer vergleichen. Aber trotzdem ruft das bei mir das Gefühl von Copy and Paste an. Geht nebenbei auch hier nicht einfach ohne Copy und Paste. Das Einzige, das hier passt nicht. Ich muss gucken, ob der Mitarbeiter M, den ich hier habe, genauso der gleiche ist. Also der gleiche bezüglich der Inhalte, nicht identisch. Also dem Mitarbeiterobjekt, was hier übergeben wird. Sowas kann auch häufiger passieren, wenn Sie Daten aus Datenbanken zum Beispiel lesen, werden Sie niemals identische Objekte lesen, sondern nur Objekte mit gleichem Inhalt. Da ich das Equals ja sauber programmiert habe, sollte es 1a spitzenmäßig funktionieren. Soweit, so gut. Gucken wir mal, wir übersetzen. Funktioniert, können wir glücklich sein. Jetzt müsste man dafür Tests schreiben. Ich habe noch mal die Anfängerlösung gemacht. Keine Tests, aber dafür sehen wir ein bisschen mehr auf dem Bildschirm. Das ist meine Motivation dazu. Und habe dann schon mal so eine kleine Analysemethode geschrieben. Also, da wir Public Static Void Main kennen, nutzen wir es einfach. Dann könnte man es auch woanders mal laufen lassen. Dann sehen wir hier dran, wir haben einfach 4 Mitarbeiter, die hier erzeugt werden dann. Auf Form jeweils Mitarbeiter nochmal Name. Dann habe ich hier mal ein Team gebaut für die Hardware und habe ganz einfach mal meine Freunde M1, M2, M3 und M4 da hinzugefügt. Und da das sicherlich in der Software auch mal passieren kann, könnte es mal sein, dass ein Mitarbeiter nochmal hinzugefügt wird. Also mehrfach M1 und M2. Dann gebe ich mal mein Team aus. Dann frage ich für die Nummer 42, bist du drin? Das hier ist also die boolsche Abfrage, die wir dort haben. Die wird dann erst ausgewertet, kommt true oder false raus, wird ausgegeben. Ja, das hier sollte, glaube ich, true sein. Dann für die Nummer 5, ist nicht, du bist nicht drin. Und dann probiere ich nochmal meine zweite Arbeitet-mit-Methode aus, die ich gerade hatte, der 42. Dann sehen wir New Mitarbeiter. Oh, das ist genau der gleiche wie da oben. Gleicher Inhalt, der drin steht. Möchte ich wohl ein True haben. Und hier mit der 5 ging es gerade schon nicht. Und ja, egal, ob da jetzt ein Name drin steht, den es oben gab oder nicht.
Das sollte kein Problem sein. Wenn ich den bei kritisch teste, würde ich sogar einen Namen nehmen, der einfach da oben schon drin steht, um das zu sehen. Okay, machen wir mal ein Übersetzen drauf. Gucken mal, wie das aussieht. Führen das Main mal aus. Geht ja sogar so direkt. Und sehen, true, false, super, ich habe richtig programmiert, kann ich glücklich sein. Aber ich gucke hier oben nochmal hin. Und dann sehe ich auf einmal, es sind 6 Leute drin. Oh, ich hätte mal die Teamgröße noch ausgeben können. Das wäre, mache ich einfach nochmal dann. Also, das, was vielleicht das Einfachste ist in der Form, wir gucken uns einfach nochmal an, wie groß das Team ist. Also machen wir das hier nochmal hin und sagen ganz einfach, wir geben hier nochmal die Größe aus. Sie sehen aber sofort, was passiert und das sollte Sie auch nicht überraschen. Sie wissen ja, wie sich eine ArrayList verhält. Die gibt ganz einfach immer brav das aus. Ja, oder da packt man einfach alles hinten brav dran. Und das ist das, was dann eben bei ToString auch ausgegeben wird. Also machen wir hier mal T1 und nehmen uns mal die Größe dann dazu und geben die auch noch auf. Okay, aber wir sehen schon, das kann wenig überraschend sein. Ich mache es zur Sicherheit trotzdem nochmal. Jede Menge Leute und die Größe ist 6. Das heißt also, ich habe irgendwie meine Mitarbeiter doppelt eingefügt. Das ist, wenn ich dann irgendwelche Teamgrößen habe und ähnliches, sicherlich nicht das Geschickteste. Was ich hier eigentlich haben möchte, ist, dass jeder Mitarbeiter nur einmal drin sein darf. Das kann ich aber trotzdem ja hinkriegen. Überlegen wir, wo muss ich was ändern? Ah, ich gehe mal, arbeitet mit und so, auch die sind ganz toll. Aber hier oben, da habe ich das mit zu, ja. Und da ist die klare Frage eben, aha, ja, gibt es den Mitarbeiter eigentlich schon im Team, ja oder nein? Und wenn er schon drin ist, darf ich ihn nicht hinzufügen. Ja, und dann kann ich aber überlegen, wie ich das programmiere. Ach, das kann ich wieder mit meiner schönen For-Each-Schleife machen und dann ganz einfach darüber prüfen. Das ist sicherlich eine absolut richtige Idee in der Form, was man machen kann. Aber ich habe ja auch schon das Arbeitet mit hier programmiert. Und dann kann ich ganz einfach damit die Sachen aufprüfen. Also mache ich das ganz einfach mal. Also frage ich einfach mal, if, was wir hier haben. Unser Mitarbeiter MI arbeitet mit dort machen. Also ich gehe auf meine Methode this.arbeitet mit. Arbeitet mit in der Sache, was wir dort haben. Ja. MI, die Frage, arbeitest du schon in meinem Team drin? Wenn das der Fall ist, könnte ich jetzt irgendwie eine Meckerei auf dem Bildschirm ausgeben oder ähnliches. Und wenn ich nur die Funktionalität im Kopf habe, sage ich, mach nix. Das ist mach nix dann übersetzt in der Form, was sie dort haben. Das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, die Sachen zu überprüfen und die Sachen damit zu programmieren. Dann machen wir nochmal hier drauf ein Übersetzen und sehen, es übersetzt und wir machen mal dann eine Main, die wir ausführen und sehen, ui, true, false, alles noch ganz super da, funktioniert 1A spitzenmäßig und wir haben nur 4 Nasen, die noch im Team drin sind, so sollte es auch sein. Das ist absolut okay von der Programmierung her. Wobei, ich musste hier ja explizit sagen, dass ich hier irgendeine Überprüfung mache beim einfachen Hinzufügen. Das ist ein Indikator dafür, dass eine List nicht der richtige Objekttyp ist, also nicht die richtige Klasse, die ich nutzen möchte. Was möchte ich eigentlich haben? Ich möchte haben, dass jeder Mitarbeiter nur einmal im Team sein kann. Das sollten Sie aus der Mathematik kennen. Das ist die Beschreibung formal einer Menge. Jedes Element der Grundmenge kann in einer Menge entweder drin sein oder nicht. Leere Menge sagt, niemand ist drin, die Gesamtmenge, jeder ist drin. Also einfach nur Boolsch pro Nase entschieden, ob es drin ist oder nicht. Oder Element, was es dort gibt. Ja, kann man selber programmieren, haben wir hier gesehen, ist eigentlich recht fluffig gemacht, aber ist trotzdem nicht sauber. Das heißt also, wenn Sie erkennen, Sie wollen eine Menge haben, schreiben Sie bitte auch hin, dass Sie eine Menge brauchen. Machen wir das mal, indem wir eine neue Klasse schreiben. Also machen wir eine neue Klasse. Die Klassenname, da ich ja gerade Team List gemacht habe, haben Sie gerade schon gesehen, heißt das Ding mal Team Set, basierend auf einer Set-Implementierung. Ja, dann machen wir das mal. Und ich mache mir das immer relativ plump, indem ich ganz einfach alles hier nehme und kopiere. Weil viele Sachen da drin sind ja eigentlich ganz nett. Ctrl-C und Ctrl A und Ctrl V. Das wird bei Ihnen selten passieren, weil Sie werden nur eine dieser Implementierungen nutzen. Ich will hier natürlich dann zeigen, dass es Varianten gibt. Deswegen. Ja, dann gucken wir mal. Also erstens, du heißt sicherlich nicht mehr Team List, sondern du heißt Team Set. So heißt du auch beim Konstruktor. Das ist schon mal okay. Dann müssen wir natürlich überlegen, List gibt es nicht. Oder wollen wir nicht, gibt es schon, aber wollen wir nicht. Aber es gibt Set.
Set nebenbei ist ein Interface. Das heißt, hier oben muss ich beim Interface List Black nehmen und hier Set hinschreiben. Dann gucke ich mir die Implementierung an. Ich übersetze mal und eine ArrayList, nee, darf ich da nicht nehmen. Ich muss mal gucken, welche Implementierung von Set nehme ich denn da. Da gucke ich natürlich in meine Klassenbibliothek mit ein bisschen Erfahrung rein und kriege irgendwann raus, es gibt jemanden, der heißt HashSet. Der ist dafür, oder die ist sehr gut dafür geeignet, diese Klasse, also nutzen wir die. Die gehört auch zu util zu, das ist also alles zusammengeschmissen, was wir da haben. Das heißt, wir haben diese Möglichkeit, die da drin steht, und machen ein Übersetzen und sehen, hey, das übersetzt schon sofort. Das ist ja cool. Das heißt also im Klartext, ich kann praktisch alle diese Sachen, die hier drin stehen, machen mit einer Set. Insbesondere for each Schleifen, also all das, was wir dort haben und die Size, das funktioniert auch. Das ist ja schon mal super klasse. Und dann kann ich hier nochmal überlegen, was war eigentlich die Motivation? Ja, die war, ich möchte gerne hier ja, beim Hinzu das nicht irgendwie extra machen müssen. Genau, und das ist das Tolle an der Set. Wir können da ganz einfach ein Add machen. Und wenn der Mitarbeiter schon drin ist, dann wird er nicht nochmal hinzugefügt. Gibt auch keine Fehlermeldung oder sowas. Das ist ganz einfach dann die Variante dazu. Machen wir mal ein Übersetzen drauf und gehen mal zu unserer Analyse hin. Das machen wir mal relativ einfach. Ich mache das jetzt hier mal, damit alles mal so ein bisschen da stehen bleibt, verlängere ich einfach mal meine Beispielmethode, die hier steht. Ups, habe ich das jetzt eigentlich... Gut, gucken wir mal an. Ja, mache daraus einfach dann ein neues Team. Machen wir daraus mal, okay, dann muss ich halt alle Sachen mal umbenennen. Oder nee, ich mache das gar nicht so. Ich mache mal Team T1. Kann die Variable ja wieder nutzen, dann in der Form, weil wir ja dynamische Polymorphie nutzen. Das ist ja das Tolle dran. Ich muss nur hier einfach dann da Team Sets schreiben. Das ist schön, das ist toll. Team Set, mal gucken, ihr macht mal nicht Hardware, sondern ihr macht jetzt irgendwie dann ein Backend. Dann was da so drin steckt. Und wir sehen, wir schmeißen alle Nasen zu und es ist genau das gleiche wie gerade. Wir übersetzen mal. Sehen, funktioniert super. Also führen wir es aus. Führen wir es aus und sehen, funktioniert super. Wir sehen das hier dran, dass wir hier die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten. Ja, also sind wir ja durch. Nee, ich ändere mal ganz etwas an meinem Szenario, was da drin steht. Also prinzipiell schien das ja zu laufen, aber ich mache das ganz einfach mal. Hier wird ja M1 und M2 dann zugepackt an der Sache. Und ich mache und sorge einfach mal dafür, dass da genau die gleichen Objekte drin sind, aber nicht mehr identische Objekte. Aha, gleich, aber nicht identisch. Also mache ich hier mal Mitarbeiter Olga rein und eben hier, wo ist noch ein M1 da? Noch ein Olga rein und dann nehmen wir mal Ahmad, du kommst auch nochmal in einer Kopie da rein. Also sehen wir uns das an. Da ist eine Kopie davon und hier auch. Das sollte ja genau gleich funktionieren. Das ist noch ein bisschen kritischer Aufbau, den wir dort haben. Das heißt also, das sieht ganz bisschen anders aus in der Form, was da so drin steckt. Okay, dann lassen wir das nochmal laufen. Machen wir mal ein Übersetzen drauf, sieht gut aus und führen das Ding nochmal aus. Und sehen, funktioniert. Halt, funktioniert nicht so ganz. Was ist da denn passiert? Wenn wir ganz genau gucken hier unten, true, false, ist auch super, aber 6, da sind sie wieder alle drin. Und da ist noch wieder eine Olga und noch ein Ahmad. Das hat hier oben schon funktioniert. Klar, da habe ich ja auch drauf geprüft in der Sache, was man machen kann. Das hier ist nur eine ganz alte Ausgabe. Ich mache nochmal zur Sicherheit weg, damit wir nur glauben, dass da ein kleines Drama entstanden ist. Aber nur ein kleines Drama. Also oben, 1 spitzenmäßig. Vielleicht ist List ja doch toller. Und hier ist meine Menge und das hat nicht geklappt. Ich habe da 2 Ahmad 42 drin und eine Olga 41. Nächste Sache, die Sie nebenbei sicherlich auch noch sehen, getrennt erstmal von dem Problem, die Reihenfolge hat sich geändert. Das ist aber wieder mathematisch korrekt. Überlegen Sie, eine Menge hat keine Ordnung automatisch, wenn Sie nicht eine Ordnung definieren. Und so ist auch die Implementierung. Das heißt, ich habe eine Hash-Set genommen und die sagt, ich möchte einfach nur die Elemente so anordnen, dass man sie effizient wiederfinden kann. Und ich garantiere dir nur, dass das Interface der Set vom Set da realisiert wird. Und genau, das heißt, die Reihenfolge kann sich ändern. Also wenn Sie mengenbasiert arbeiten, ist es nicht so, dass die Sachen, die Sie zuletzt eingefügt haben, auch dann zuletzt drinstehen. Das ist absolut okay. Falls Sie es nicht haben wollen, muss man gucken. Es gibt auch noch den Typ Ordered Set. Also Menge mit Ordnung. Und dann muss man halt eine Methode haben, die diese Ordnung herstellt. Auch das ist nicht sehr komplex, machen wir aber hier nicht. Aber kommen wir zum unglücklichen Problem zurück.
Wieso funktioniert das nicht? Habe ich Ihnen Quatsch über die Menge erzählt? Nein, alles, was ich bis jetzt erzählt habe, ist korrekt. Aber wir müssen mal genau überlegen, wie die Menge feststellt, ob ein Element schon drin ist. Und die Idee dabei ist, dass man natürlich die Equals-Methode nutzt. Aber die Equals-Methode kann bei größeren Objekten sehr, sehr aufwendig sein, weil Sie müssen dann die ganzen Objektstrukturen mit den ganzen Listen und Collections, die da drin sind, all das müssen Sie ja prüfen, ob das dann gleich ist, damit Sie endlich True ausgeben können. Und deswegen gibt es in Java einen Trick, der formal in die Programm, in Java praktisch tief verankert wurde, den man in anderen Programmiersprachen auch nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Und die Grundidee ist, dass man für jedes Objekt einfach noch einen Repräsentanten, einen Int-Wert berechnet, einen sogenannten Hash-Wert berechnet. Und dieser Hash-Wert wird bei der Gleichheitsprüfung gemacht, genutzt. Die Idee ist dann, bei der Implementierung der Hash-Set ist, für die Gleichheit wird erstmal geguckt, für die beiden Objekte, habt ihr den gleichen Hash-Wert? Wenn der Wert gleich ist, heißt es noch lange nicht, dass die Objekte gleich sein müssen, aber nur dann können sie gleich sein und dann ruft man die lange und aufwendig zu berechnende Equals-Methode auf. Das kann man sich auch relativ klar machen, wenn man sich das hier anguckt. Wir machen hier mal noch ein neues Mitarbeiterobjekt. Also hier Mitarbeiter 42x. Da ist er. Und ich mache noch ein neues Mitarbeiterobjekt. Also hier nochmal Mitarbeiter, was wir hier am, ups, das war knapp daneben geklickt. Also Mitarbeiterobjekt, neuer Mitarbeiter, den wir hier haben, 42x. Die beiden sollten gleich sein. Das heißt, wenn ich mit Arbeit 1 mal frage, bist du gleich mit Arbeit 2? Dann sehen wir, kommt True raus, 1a spitzenmäßig. Aber es gibt ja noch eine Methode beim Mitarbeiter. Da gucken wir nochmal bei Object rein und dann die schon mal kurz erwähnte Methode Hashcode. Die ist dafür da, für jedes Objekt möglichst schnell einen Zahlenwert zu berechnen. Und der Zahlenwert, der hier rauskommt, sieht so aus. Viel Spaß, den mal irgendwie auszusprechen, habe ich keine Lust drauf. Und wir gucken uns mal an für Mitarbeiter 2 den Hashcode. Und wir sehen, ui, definitiv anders. Das sind zwei verschiedene Zahlen, die rauskommen. Aha, und wir haben gesehen, dass wir erben ja von Object. Das heißt also, das ist eine Methode, die in Object drin ist. Das bedeutet, wenn man typischerweise eine gewisse Art von Collections nutzen möchte, ist es wichtig, dass man diesen Hashcode sauber ausprogrammiert. Das bedeutet, ich muss hingehen in meinem Mitarbeiter und den Hashcode schreiben. Das heißt, die ganzen Methoden, die ich Ihnen schon genannt habe, die Sie programmieren sollen, gehört immer noch dazu ein AppOverride für den Hashcode. Wenn Sie definitiv wissen, dass Sie nur verantwortlich sind für Ihre Klasse und niemand anders irgendwann mal ein Set darüber bilden will, müsste man es nicht machen. Da Sie es aber typischerweise nicht wissen, ist die Grundidee, implementieren Sie Hashcode. Ja, Hashcode kann man dann einfach so nutzen. Und die Idee, damit Hashcode natürlich effizient genutzt werden kann, ist, suchen Sie sich eine Zahl raus, die möglichst unterschiedlich ist. Das heißt, jedes unterschiedliche Objekt soll einen unterschiedlichen Wert haben. Das kann ich hier natürlich relativ einfach machen, indem ich die Mitarbeiternummer rausgebe. Das ist sicherlich eine unterschiedliche Zahl. Man kann das aber auch noch machen, indem man zum Beispiel da weitere Sachen noch macht, um das auszurechnen. Zum Beispiel multipliziert man das Ding nochmal mit this.name. Und wir wissen ja, der Name hat auch, ups, eine Methode, die heißt Hashcode. Das heißt, Sie berechnen aus den einzelnen Hashcodes der Ihnen zugeordneten Objekte in den Objektvariablen dann den passenden Hashcode. Das kann man dann dort machen. Hier kann ich es aber relativ einfach und sauber machen, indem ich hier einfach nur die Mitarbeiternummer reinnehme. Okay, gucken wir uns das mal an, schließen wir mal alles und sehen mal an, was passiert beim Übersetzen. Ah, es übersetzt noch, das ist schön. Und wir machen unsere Teamanalyse und führen dann nochmal das Main aus und sehen, jetzt funktioniert es. Wir haben Olga, Achmed, Kevin und Sandra zufälligerweise nochmal, zufälligerweise genau in dieser Reihenfolge. Ja, und wir sehen dran, True, False funktioniert und das ist die 4. Das heißt, nur durch diesen Hashcode kann ich sicherstellen, dass das so ist. Nebenbei, wenn man die dümmste Implementierung vom Hashcode nutzen möchte, die funktioniert, sagen Sie ganz einfach, der Hashcode von allen Objekten ist identisch. Wir gucken uns das einmal kurz an, wir übersetzen das Ding, führen nochmal die Main aus, machen ein OK drauf und sehen, Jo, funktioniert auch 1a spitzenmäßig. Aber das macht natürlich die Equals-Berechnung langsamer und nicht schneller, sondern der Trick war ja gerade, dass das hier was Schnelles sein soll, was meine Objekte aber trennt. Deswegen ist diese Trennung hier drüber
eine sehr, sehr sinnvolle Idee. Und das ist also das, was man da nutzen kann. Sind das die beiden einzigen Collections, die es gibt? Nein. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt zum Beispiel Ordered Set auch für geordnete Mengen. Aber es gibt noch jemanden, der auch sehr wichtig ist und sehr häufig im Bereich der Collections standardmäßig genutzt wird. Das sind sogenannte Maps. Die haben sogenannte Key-Value-Pärchen. Die Idee ist, ich habe auf einen Wert, einen Key, und dem wird genau ein Objekt zugeordnet. Das heißt also, pro eindeutigen Wert habe ich dann ein Objekt und dieses Pärchen packe ich dann in eine Collection hinein. Das kann man von Hand selber programmieren, das gibt es aber als Map schon. Gucken wir uns das mal an. Also machen wir nochmal eine neue Klasse. Klassenname natürlich relativ klar. Team Map heißt das Ding. Machen wir ein OK drauf. Und sehen, aha, da ist es. Und wir werden jetzt hier mal wieder Copy und Paste machen. Nehmen wir mal von Team List oder Map, ist egal. Also Ctrl A, Ctrl C. Gehen in die Map rein und haben dann Ctrl V. Da und wieder unsere Implementierung drin stehen. Aber ich möchte jetzt eben haben, dass du eine Map wirst. Alternativer Begriff, den man in anderen Programmiersprachen dafür auch findet, ist Dictionary. Dictionary ist eben die Idee, man hat ein Wort und dazu eine Erklärung. Da kann man sich das nachdenken. Und genauso passiert das hier auch. Also ich habe einen Wert zum Identifizieren und ein Objekt, was dazugehört. Ja, dann brauche ich dafür natürlich meine Maps. Dann kann ich mal gucken. Es gibt natürlich den Typ Map selber. Ist ein Interface nebenbei. Und wir können uns das mal angucken und wir brauchen eine Implementierung davon. Und das Ding heißt schon wieder HashMap. Das deutet schon mal an, oh, dass ich da jetzt gerade beim den Hashcode rein implementiert habe, war sehr wichtig. Und ich habe ja gesagt, das soll ein Pärchen sein. Hey, so ein Mitarbeiter kann man doch auch als Pärchen sehen. Mitarbeiternummer und String dazu. Ja, in diesem Fall schon, aber es kann ja auch sein, dass es noch mehr Objektvariablen gibt. Deswegen ist das die dümmste Idee, einer Map zu nutzen. Also zu sagen, nur weil ich zwei Werte habe, mache ich daraus eine Map. Also man kann, es gibt Stellen, wo man es benutzen kann. Also es ist nicht ein Ding, was völlig K.O. ist oder sowas dann, aber es ist selten. Hier kann ich ganz einfach sagen, ich möchte gerne als Typ haben die Mitarbeiternummer und dazu den zugehörigen Mitarbeiter. Und dann kann man eben hier diese Map dort nutzen. Dann machen wir mal ein Übersetzen drauf und sehen, aha, okay, HashMap brauche ich hier oben sicherlich noch, was wir dann hier stehen haben. Also hier noch HashMap stehen, HashMap. Ja, okay, wir übersetzen. Haben das jetzt hier dann noch wieder dann falsch aufgeschrieben, weil, ach ja, ich brauche ja meinen Key. Wo ist denn mein Integer-Field hier? Also, ja. Dann übersetzen wir mal und wir sehen, ist doch nicht so einfach, ein Add gibt es dort nicht. Nein, also das da sind ja, also die beiden Freunde hier heißen immer Key-Value-Pärchen. Und genauso werden die Sachen zugeordnet. Das heißt im Klartext, ich habe hier einen Key-Wert und hier einen Value-Wert. Und die Methode dazu heißt allerdings nicht Add, sondern sie heißt Put. Ja, dann muss ich mal putten. Also, this.mitarbeiter. Punkt Put. Ja, und was brauche ich beim Put machen? Kann man ja auch kurz mal gucken. Ah, da sehen wir es gleich beim Put. Da gibt es noch ein paar tolle andere Sachen. Also Put mit dem Integer und Mitarbeiter. Und das ist die Grundidee, was man dort machen kann. Also wir haben einen Integer-Wert und den Mitarbeiter. Den Mitarbeiter kennen wir, das ist schon MI. Und wir kennen die Nummer allerdings auch. Wir machen MI, sagen, gib mir mal deine Mitarbeiternummer. Get, ups, ja, jetzt ist das Werkzeug durcheinander. Egal. Get Mitarbeiternummer, MI. Dann können wir damit den Mitarbeiter reinpacken. Das ist also die Grundidee. Wenn Sie gerade genau aufgepasst haben, gab es da sogar ein Put if absent. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich jetzt die gleiche Mitarbeiternummer und ein anderes Objekt reinpacke? Die Idee ist vom Standard her relativ intuitiv. Es ist einfach so, dieses Ding ersetzt das dann. Das heißt also, wenn ich den gleichen Wert auf der linken Seite, den gleichen Key nutze, wird ganz einfach dann damit gearbeitet und kann dann diese Form dort nutzen. Ja, soweit, so gut. Dann können wir das ja nochmal übersetzen und sehen, das funktioniert nicht. Aber da oben, das funktioniert schon mal ganz gut. Ich brauche ja hier die Sammlung aller Mitarbeiter. This.mitarbeiter, ich mache hier mal einen Punkt hin und wir können mal gucken, was es da so alles gibt. Da gibt es relativ viele Sachen, die man dort angucken kann. Also, nebenbei, der glaube ich, der erste Standardtreffer, wenn man danach sucht bei Google, ist Schrott.
historisch gesehen. Der sagt nämlich, man muss über irgendwelche Entries dann irgendwie mit einer For-Each-Schleife drüber laufen können. Das kann man nicht, aber es gibt relativ schöne Sachen, was es hier gibt. Es gibt nämlich hier die Möglichkeit, es gibt zwei Methoden, die sehr hilfreich sind. Set, Integer kommt raus bei KeySet. Was ist das? Ganz einfach, die linke Seite. Das heißt, alle einzelnen Schlüssel werden ausgegeben. Das heißt, wenn ich meine ganzen Mitarbeiternummern haben möchte und drüber iterieren, kann ich einfach nur this.mitarbeiter.keySet machen. Das ist also relativ praktisch, da in der Form was drinsteht. Kann man sich merken, werde ich hier nebenbei nicht nutzen. Dann sehen wir, das sind unsere Freunde Put nochmal. Man kann auch einen Remove machen. Und da kann man nochmal gucken, was es sonst noch gibt. Und dann gibt es das hier noch. Values. Wenn man das genau anguckt und man die Doku jetzt sehen könnte, das ist einfach die Möglichkeit, Anführungsstrichen, die Sammlung aller rechten Seiten zu bekommen. Das heißt also, wenn ich diese Methode da oben direkt einfach nur zum Laufen bekommen wollte, wäre das hier korrekt. Machen wir es mal. Sehen also Mitarbeiter.values. Achtung schon vorweg, das ist Holzhammer und unsauber. Aber wir gucken erstmal, wir übersetzen und sehen, okay, meine Map funktioniert erstmal. Das ist schon mal ganz schön, dass sie da ganz nett da funktioniert. Dann gehen wir mal in die Teamanalyse rein. Wir nehmen einfach mal das, was wir hier haben. Das scheint ja jetzt mittlerweile ein sehr knuffiges Beispiel zu sein, mit dem wir schon Probleme finden können. Und machen ganz einfach ein neues Team basierend auf einer Map, was wir dort haben. Und die wollen das GUI machen. Ob bei uns jeder alles machen muss, passt das dann auch. Okay, dann haben wir hier unser neues Team, was da drin steht und gucken mal, ob das übersetzt. Ja, sieht gut aus. Dann räumen wir mal kurz auf, löschen die Sachen hier und machen da mal wieder eine Main-Ausführung. Sehen uns das an und erkennen hieran sofort, ja, das funktioniert. True, false, es sind 4 Leute. Und wir erkennen hier dann auch, die Map hat auch selber eine schöne ToString-Methode. Die besteht daraus, dass man den Key-Wert angibt und dann steht da gleich und dann eben ja, das Objekt, was dahinter ist. Also 41 wurde Olga zugeordnet, 42 Achmat, 43 Kevin und so. Die Nummer ist natürlich jetzt doppelt gemoppelt, aber das ist kein großes Problem. Also ist das schon mal eine lauffähige Implementierung. Aber ich war ja nicht glücklich damit. Ich wollte Ihnen aber nur zeigen, dass man das relativ fix da korrigieren kann. Dann ist es nämlich die Frage, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, reinzupacken, wie lese ich eigentlich Werte? Und das Lesen passiert mit einer Get-Methode. Das heißt, ich kann das hier machen, Mitarbeiter, MI ist gleich, this.mitarbeiter und dann gette ich das für den, und jetzt muss ich hier einen Keywert übergeben. Das muss ein Integer sein, wir kennen aber das irgendwie, die Möglichkeit mit Autoboxing. Ich kann hier einfach eine Mitarbeiternummer übergeben. Das ist also dann die Variante, die hier drin steckt. Ich übergebe eine Mitarbeiternummer und kann jetzt dieses Objekt dann nutzen. Ja, einzig spannende Frage, die es noch gibt, was macht das Ding denn, wenn es die Mitarbeiternummer nicht gibt? Und die Antwort darauf ist relativ einfach, es kommt false raus. Und damit weiß ich aber auch schon, wie ich die Sachen hier programmieren kann. Ups, das heißt also, ich kann hier hingehen und einfach prüfen, bist du null? Also, return mi gleich null. Das heißt also, ich hole mir das Mitarbeiterobjekt mit dieser Mitarbeiternummer da raus und kann dann damit arbeiten. Das heißt also, ups, mi heißt so. Ja, und dann kann ich nochmal übersetzen und das ist die Möglichkeit. Wenn ich das Mitarbeiterobjekt haben möchte mit der Nummer, das wäre nebenbei auch noch eine schöne Suchmethode, die mir den Mitarbeiter mit der Nummer gibt, dann brauche ich das gar nicht großartig mit einer Iterieren zu machen. Was intern nebenbei passiert in der Map, erstmal getrennt davon. Aber wir sehen hier dran ganz einfach, ich kann mit get den Wert rausholen, habe das Mitarbeiterobjekt und kann das Ding auf null prüfen. Ja, das ist dann also sehr knuffig, was man dort machen kann. Das kann ich natürlich hier unten auch machen. Machen wir es mal. Oder das kann man ja sogar noch kürzer machen, indem man das wirklich dann einfach nur mit einem Return-Statement macht. Also Return. Was möchte ich ausführen? Ich möchte auf Mitarbeiter. Könnte jetzt natürlich mit Values auf den Sachen auf der rechten Seite irgendwie zugreifen oder sowas. Aber nö, mache ich nicht. Ich nehme einfach mal List.Mitarbeiter, get. Und ich nehme einfach mal meinen Freund MI und sage, gib mir mal deine Mitarbeiternummer. Get Nummer. Und was da dran steckt. Und da kommt ja jetzt entweder ein Objekt raus, der Mitarbeiter mit dieser Nummer, oder es kommt null raus. Ja, und das kann ich einfach direkt hier hinschreiben. Und das ist dann die kürzere Variante der Implementierung. Machen wir das nochmal, übersetzen die Sachen und sehen dann hier dran, aha, es übersetzt. Wir machen nochmal Main-Ausführung.
Ich habe zwar nicht aufgeräumt, aber sieht alles sehr identisch aus in der Form, was wir gemacht haben. Und da sieht alles soweit sehr gut aus. Also haben wir hier eine dritte Variante von Collection, die man gerade, wenn man so einen eindeutigen Schlüsselwert hat, sehr häufig sehr einfach nutzen kann, weil das mit diesem Get ist sehr schön. Und eben zur Not, wenn ich doch eine Collection brauche, kann ich mit Keys und Values das mir locker holen. Also ist das auch eine sehr, sehr wichtige Klasse, die sehr häufig in der Programmierung genutzt wird. Es gibt noch weitere Collections, einige weitere. Die gehören leider nicht in den Standard von Java rein. Das heißt, sind nicht automatisch dabei. Aber man kann auch Bibliotheken dazu nutzen, die dann weitere Spezialeigenschaften haben. Und dann kann man da gucken, was da so alles drin passiert. Ist also eine weitere Möglichkeit, sich noch intensiver mit Collections zu beschäftigen.